Assalamu alaikum. Ich zeige euch hier, wie man sich auf der neuen Webseite zu einem Kurs anmeldet und wie man das Ganze dann ja, einsehen kann, wie man das abbrechen kann und so weiter. Also für die Anmeldung geht man natürlich hier auf zu den Kursen, entweder von hier oder von hier oben. Hier kann man jetzt zum Beispiel, das ist ja der Kurs, der jetzt offen ist und ansteht, Dezemberkurs. Klickt man hier drauf, dann kann man hier die ganzen Informationen erstmal dazu einsehen. Voraussetzung, Kursdauer, Kursbeginn und so weiter. Hier siehst du, dass du noch nicht eingeschrieben bist oder diesen Kurs noch nicht belegt hast. Und dazu klickt man dann einfach auf Kurs belegen und dann kommt man zur Registrierungsseite. Hier registriert man sich und hier kann man die Zahlungsweise dann auswählen. Macht man dann entweder hier über Klarna, normale Überweisung, SEPA-Lastschrift, Kreditkarte oder Ideal. Das ist übrigens besser und das hier sollte nur verwendet werden, wenn es wirklich keinen anderen Weg gibt, PayPal. Da PayPal recht hohe Gebühren hat. Das ist dann für uns nachteilig. Wenn man das gemacht hat, wird man zum Dashboard weitergeleitet. Ich mache das jetzt nicht. Wir gehen hier dann zu Login. Ich habe da jetzt mal so einen Demo-Account. So, jetzt muss es klappen. Okay. Also, jetzt bin ich drinne. Und ihr seht hier das Dashboard. Hier habt ihr einmal euer Profil. Da könnt ihr ja, so alles verwalten, was einfach mit den Mitgliedschaften und so weiter zu tun hat. Zum Beispiel können wir jetzt hier drauf gehen. Und dann sehen wir hier unter anderem die Zahlungen, die bis jetzt hier erledigt worden sind. Das gibt hier aber nichts im Moment. Das ist natürlich, wie gesagt, nur ein Beispiel, Konto, ein Demokonto. Hier sieht man dann die Mitgliedschaften, Kursmitgliedschaften, kann diese hier eben steuern, wenn man möchte, wenn die abgelaufen sind, kann man sie hier erweitern, verlängern oder eben man kann das canceln. Und genau. Und dann kommen wir hier wieder zurück. Das brauchen wir jetzt nicht, wir gehen zum Dashboard. Auf dem Dashboard gibt es dann die zwei Bereiche, meine Kurse und die Live-Unterrichte. Auf meine Kurse findet man halt die ganzen Materialien. Jetzt im Grundkurs September 2001, da sehen wir, da gibt es 18 Stufen, Steps. Hier haben wir zum Beispiel das Kapitel 1, da gibt es 8 Themen jetzt. Zugehörigkeitszuwegs, die Wortarten des Arabischen. Kapitel 2, da haben wir hier die Genitivpartikeln, das Gegenwartsverb. Kann man dann irgendwo hier draufklicken. Beispielsweise, was machen wir? Klicken wir hier auf Sonnen- und Mondbuchstaben. Dann öffnet dieser Teil. Aschamsu. Ja, das sind halt Sachen, die man jetzt so hier einsehen kann, الشمس القمر القمر außer den Live-Unterrichten. Die Live-Unterrichte, wie gesagt, dazu und die Aufnahmen. Die Aufzeichnung, dazu geht man hier auf Live-Unterrichte und dann sieht man eben, das ist jetzt, was mich betrifft, das ist jetzt auch einfach nur so ein Unterricht gewesen. Hier sieht man dann eben die zukünftigen Unterrichte, beziehungsweise den Zutritt zu den zukünftigen Unterrichten. Da geht man hier auf Enter. Oder eben die vergangenen Aufnahmen, da gibt es aber auch nichts. Also ist eigentlich ganz einfach. Genau. Falls ihr noch irgendeine Frage habt, könnt ihr uns gerne anschreiben.